Die bösesten Sternzeichen Top 5. Alle Menschen sind unterschiedlich und jeder wird sicherlich viele Vor- und Nachteile haben, aber wenn man mit manchen Leuten kommuniziert, scheinen sie voll mit Böse zu sein, weil sie ständig die Stimmung anderer Menschen verderben und alle möglichen schmutzigen Tricks machen. Astrologen haben die Top 5 der bösesten Sternzeichen erstellt. Nun, bitte seien Sie nicht verärgert, wenn Ihr Tierkreiszeichen auf diesem Ranking steht. Die Astrologie ist eine sehr komplexe und ungenaue Wissenschaft. Und nicht jeder Mensch entwickelt die Eigenschaften, für die er von Geburt an prädisponiert ist. Und vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. In der Zukunft wartet auf Sie viel neue und interessante Informationen. Jetzt wollen wir schnell herausfinden, wer in der Rangliste der bösesten Tierkreiszeichen steht. Skorpion, das böseste Sternzeichen. Skorpion ist ein Zeichen sehr mysteriöser und eher zurückhaltender Menschen. Dies ist ein leidenschaftliches und emotionales Tierkreiszeichen, aber wenn sie plötzlich seinen Weg kreuzen, dann passen sie auf. Ihnen gegenüber wird er nie wieder etwas Gutes tun. Im Gegenteil, sein Groll und seine Wut werden lebenslang bleiben. Skorpion ist ein rachsüchtiges Sternzeichen. Er weiß nicht, wie und will nicht vergeben. Er wird sicherlich die Gelegenheit ergreifen und Rache an ihnen nehmen und in dem Moment, wenn sie es nicht erwarten. Es kann eine lange Zeit dauern, bis er seinen Racheplan vollständig in Betracht zieht und beginnt ihn umzusetzen. Glauben Sie mir jedoch, sein Zorn ist zerstörerisch. Er trifft immer die Krassesten. Er kennt die Schwächen seines Gegners genau, also trifft er immer genau ins Schwarze. Der Schmerz und das Leiden eines anderen bereiten ihm unglaubliche Freude. Wenn der Skorpion beschlossen hat, sich zu rächen, werden seine List, Täuschung, Wut und Entschlossenheit ausreichen, um alle Mittel und Möglichkeiten dafür zu nutzen. Zweifeln Sie nicht einmal daran, dass sich seine Wut unweigerlich auf Missbraucher sowohl psychisches als auch emotionales Leid auswirken wird. Wenn ein Skorpion jeder schlechte Laune hat, wird es gerne jedem um sich herum verderben und es spielt keine Rolle, ob er Konflikte mit ihnen hat oder nicht. Jungfrau, Perfektionist von Kopf bis Fuß. Jungfrau ist für ihren rationalen und praktischen Zugang zum Leben bekannt. Menschen, die im Sternzeichen der Jungfrau geboren wurden, wissen genau, was sie vom Leben wollen und gehen selbstbewusst zu den Zielen. Das sind natürlich sehr wertvolle Eigenschaften, aber nicht umsonst belegte die Jungfrau den zweiten Platz in der Rangliste der bösesten Tierkreiszeichen. Die Sache ist, dass sie schrecklich anspruchsvoll, kategorisch und unnachgiebig ist. Ihr Perfektionismus grenzt an Wahnsinn. Sie hält sich für Klügste, die Beste, die Korrekteste und lässt nicht einmal den Gedanken zu, dass jemand klüger sein könnte als sie. Sie stellt sich über alle anderen und betrachtet andere Menschen als dumm und ignorant. In der Kommunikation ist sie sehr direkt und unhöflich. Die Jungfrau wählt niemals Worte und denkt nicht einmal daran, dass ihre Worte jemanden verletzen können. Es kostet nichts, ihr einen Messer durch den Rücken zu jagen. Ihre Rache wird kalt und gut durchdacht sein und ihr viel Freude bereiten. Ihre Beschwerden haben keine Verjährungsfrist. Sie wird sich an die Menschen das ganze Leben erinnern, die sie berührt haben. Schlussfolgerung 1. Feindschaft mit einer Jungfrau ist es für sich selbst wert. Löwe, Wut als Mittel zum Zweck. Löwe ist ein echter Jäger nach Aufmerksamkeit, Anerkennung und Erfolg. Er versucht nicht einmal zu argumentieren, dass er ein narzisstischer Egomane ist. Er ist einfach davon überzeugt, dass ein König wie er einfach nicht darüber nachdenken sollte, was gut und was schlecht ist. Seiner Meinung nach heiligt der Zweck immer die Mittel. Wenn er dringend Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss, kann er dies auf verschiedene Weise tun. Es kostet ihn nichts, einen Messer durch den Rücken zu jagen, selbst jemandem aus seiner Umgebung. Er ist ein genialer Manipulator und ist in der Lage, Menschen rücksichtslos für seine eigenen Zwecke zu benutzen, ohne darüber nachzudenken, wie sich seine Handlungen auf ihr zukünftiges Leben auswirken werden. Wenn es um den Konkurrenzkampf geht, dann ist der Löwe einfach unvergleichlich.
Er kann eine ganze Verschwörung gegen Konkurrenten schaffen, gerissen und bösartig. In seiner Beziehung zum Geliebten zeigt er ständig seine Überlegenheit und denkt immer zuerst an sich selbst. Es ist nicht verwunderlich, dass der Auserwählte, wenn er ständig auf seine dunkle Seite trifft, ihn für eine böse Person hält. Wieder, die beste Verteidigung ist der Angriff. Wieder ist ein erstaunliches Sternzeichen. Es drückt sowohl die helle als auch die dunkle Seite des Charakters sehr deutlich aus. Die Menschen, die Wieder bevorzugt, sind die wahren Glückspilze. Er ist in der Lage, viel Gutes für denjenigen zu tun, die er liebt und schätzt. Leider kann seine Freundlichkeit in einem Augenblick enden. Meistens ist ein Mensch, der unter dem Tierkreiszeichen wiedergeboren wurde, eine unglaublich impulsive und aggressive Person. In Sekundenbruchteilen kann er sich von einem netten, wohlwollenden Menschen in ein echter Monster verwandeln. Gott bewahre, dass sie seine dunkle Seite erwecken. Es ist unwahrscheinlich, dass sie jemals sein Wohlwollen erwidern können. Er ist in der Lage, verzweifelt und gnadenlos mit denen umzugehen, die er gestern geliebt hat. Es ist fast unmöglich, Hass in ihm auszulösen. Seien Sie darauf vorbereitet, dass für Wieder die beste Verteidigung ein Angriff ist. Wenn Sie also den Stolz des Widers verletzen oder ihn mit etwas beleidigt haben, können Sie nicht auf Gnade warten. Schütze, Fan der öffentlichen Peinigung. Schütze ist ein Zeichen für fröhliche, lebensvolle und eher frivole Menschen. Manchmal ist sein Optimismus so hoch, dass er die Probleme und Hindernisse im Leben einfach nicht bemerkt. Trotz seiner angeborenen Frivolität ist er eine ziemlich verletzliche Person. Ihn bis ins Mark zu verletzen, zu beleidigen und Zorn in ihm zu erregen, ist nicht schwer. Viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass dieser fröhliche Kerl morgen alle Beschwerden vergessen wird. Er hat seine eigene Verteidigungstaktik. Nein, er wird die Rache nicht aufgeben und auf jeden Fall auf den richtigen Moment warten, um sich zu rächen. Hoffen Sie nicht einmal, dass der Schütze Sie einfach ausstellt oder Ihnen Handschellen anlegt. Nein, es ist ihm wichtig, daraus ein echtes Spektakel zu machen. Er ist ein Befürworter der öffentlichen Peinigung. Es ist ihm wichtig, den Täter zu demütigen und zu blamieren, ihn öffentlich lächerlich zu machen und ihn davon träumen zu lassen, gerade jetzt unterzutauchen.